Goodbye Neandertal. Die Auswanderer. Das sind Johannes Schlüter und seine Frau Helga. Für sie beginnt heute ein neues Leben. Die beiden Neander haben sich entschieden, ihr Tal zu verlassen, um woanders ihr Glück zu versuchen. Ja, ich bin ja eigentlich Feuerwehrmann, aber die Auftragslage ist ja gerade jetzt nicht so prickelnd. Also! Ja, und da war die Frage, mache ich jetzt eine Umschulung zum Höhlenmaler oder was, oder wandern wir aus? Und was dann letztendlich den Ausschlag gegeben hat, war, dass wir gar nichts auf der hohen Kante haben und überhaupt keine Fremdsprachen können. Also dachten wir uns, wandern wir lieber aus. Ne? Schaffen wir schon, Schatz. Vom Neandertal geht die Reise zu Fuß in den 400 Kilometer entfernten Hunsrück. Dort soll alles besser werden. Ja, und zur Not kann ich auch ein bisschen als Jäger und Sammler arbeiten, bis ich da einen Job als Feuerwehrmann gefunden habe. Ne? Oder wir machen ein Restaurant auf für Spezialitäten aus dem Neandertal. Dann koche ich das, was du gejagt hast. Du kannst doch gar nicht kochen. Du kannst auch nicht jagen. Ja, ist ja auch egal, das schaffen wir schon. Komm her. Die Zeit drängt. In einer Stunde kommt das Möbelmammut und es ist noch nichts gepackt. Helga? Hm? Was meinst du, sollen wir den hier nicht einfach mal wegschmeißen? Na hör mal, den haben wir von meiner Mutter zur Hochzeit bekommen. Mann. Armer Johannes. Aber wenigstens darf er die Küchenabfälle entsorgen. Ja, dachte mir, den Müll kippe ich einfach dem Nachbarn vor die Tür. Und ein ziemlicher Haufen geworden, aber das wird schon okay sein. Scheiß drauf. Wenig später heißt es dann Abschied nehmen von den Nachbarn. Ein emotionaler Moment, denn man kennt sich schon lange. Tschüss, Herr Nachbar. Lasst euch hier bloß nicht wieder blicken, ihr Pisser. Drei Monate später. Ihr Möbelmammut ist zwar in eine Gletscherspalte gestürzt, doch die Schlüters sind endlich im Hunsrück. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ne? Hier kennen wir keinen, keiner spricht unsere Sprache und eine Höhle haben wir auch noch nicht. Ja, aber warte mal ab, ich habe da so ein Gefühl, dass sich vielleicht morgen schon was ergibt. Komm her, das schaffen wir schon. Drei Wochen später. Die Schlüters haben immer noch keine Höhle und ihr Erspartes neigt sich dem Ende zu. Jetzt muss dringend etwas geschehen. Weitere vier Wochen später. Ah, da kommt einer. Schönen guten Tag. Sind Sie der Immobilienmakler? Hongrock! Ja, schauen Sie, Herr Hongrock, meine Frau und ich suchen eine Drei-Zimmer-Höhle und haben uns gefragt, ob es auf der anderen Seite des Moores noch welche gibt. Hongrock! Rock! Anga Hongrock! Dirk! Was? Dirk! Ja, ich habe Herrn Hongrock nicht ganz genau verstanden jetzt, aber ich glaube, er will sagen, dass es auf der anderen Seite des Moores noch einige 2,5-Zimmer-Höhlen gibt. Ja, vielen Dank. Dann schauen wir uns das mal selber an. Dankeschön! Dirk! Ja, schon gut!